Frauen sind im Kabarett wie im Schlumpfenland. Es gibt normalerweise immer nur eine, die mitmachen darf. Dieses Zitat stammt von Chrissy Buchmasser. Sie ist eine der Künstlerinnen, die beim Die Kabarett Festival in Salzburg auftritt. Und das soll sich ändern. 4 Tage nur weibliche Comedians auf der Bühne. Das ist einzigartig in Österreich. Frauen im Kabarett sind immer noch eine Randerscheinung. Sowohl auf den Bühnen als auch im Fernsehen. Die erste Künstlerin des Abends beim Die Kabarett Festival macht das auch gleich zum Thema. Wir haben einen Bunten, einen Jungen, einen Schlauen, einen Dummen, einen Großen, einen Kleinen, einen Dünnen, einen Blagen. Und in die Mitte setzt man eine mit Titten. Ups, habe ich das jetzt gerade laut gesagt? In den Boden sind es Firmen, wir wollen Frauen auf den Schirmen. Warum ist das bitte so schwer? Es muss ja der KI sein, weil mich kennt noch kein Schwein. Aber mir fallen echt genug andere ein. Ich habe schon ganz lange im Hinterkopf gehabt, Kabarett zu machen, mir lange nicht traut. Unter anderem deshalb, weil die Vorbilder gefällt haben, mit denen ich mich jetzt direkt identifiziert habe. Ich habe gedacht, Kabarett können nur Männer höheren Alters machen, die irgendwas mit Theater studiert haben. Irgendwann habe ich mir nachher aber einfach zum Wettbewerb angemeldet, habe es probiert, hat hingehauen, jetzt mache ich das. Das Die Kabarett Festival ist einzigartig in Österreich. Eine Möglichkeit, jungen Frauen, die am Beginn ihrer Comedy-Karriere stehen, eine Bühne zu bieten. Und zwar nicht als Quotenfrau. Das ist einfach Tatsache, wenn man ein Kabarett-Festival anruft als Kabarettistin und sagt, kann ich bei Ihnen spielen? Sie sagen, na, wir haben schon eine Frau. Die zweite Comedian des Abends macht ihre Herkunft zum Thema. Ich habe gedacht, das wird mir vielleicht bei der Jobsuche helfen. Da war ich noch naiv genug gedacht, ach, vielleicht schaut es dann gut aus, wenn ich im Lebenslauf drin stehen habe, fließend in Deutsch, Englisch und Serbo-Kroatisch. Und was hat es mir im Endeffekt gebracht? Im Endeffekt bin ich die, jetzt in der Mittagspause Schwabschi bestellen muss. Salzburgerinnen sucht man beim Die Kabarett Festival heuer vergebens. Vielleicht fehlt der Mut, aber dafür gibt es einen Tipp vom Profi. Ich habe vor jedem Auftritt immer voll Angst, ich bin immer sehr nervös, also sowas wird nicht verschwinden. Und auf diesen richtigen Moment und auf den richtigen Tag warten, so jetzt bin ich ready, jetzt habe ich keine Angst, der wird irgendwie nicht kommen. Also einfach mit der Angst trotzdem auf die Bühne gehen und ausprobieren und machen. Warum sollte es irgendwer verschlauen?